Hallo Schrauber, diesmal werde ich erklären, wie man den Bremskraftverstärker und den Hauptbremszylinder von einem 5 Liter Mustang GT von 1995 austauscht, erneuert. So, dann wünsche ich gutes Gelingen. Viel Spaß beim Schrauben. Aus- und Umbau Bremskraftverstärker. Ford Mustang, das ist ein 95er. Ich werde erklären, wie der aus- und eingebaut wird. Als erstes fängt man an, den Wagen aufzubocken. Und zwar so, dass man von innen an diese Schrauben hier kommt, die hier unten sitzen, dass man das alles lösen kann. Besagte Mutter erreicht man vom Radkasten aus und schraubt sie ab. Nachdem der Verteiler losgeschraubt ist, nimmt man die Leitungen in dem unteren Bereich raus. Aus der Führung. Dieses Plastikteil hier. Da nimmt man die oberen beiden Leitungen raus, dass die sich bewegen. Dann den Stecker aus dem Flüssigkeitsbehälter rausziehen, dass man da Luft hat. So, und nun die Schrauben rechts und links lösen. Gesagt, getan, Unterdruckschlauch ab, die Schrauben gelöst, das Teil vorsichtig nach vorne gezogen. Und dann kommt das nächste Desaster zum Vorschein. Man kann sehen, dass schon Flüssigkeit rausgelaufen ist, also die Sache nicht mehr hundertprozentig dicht ist. Da kann man auch den Rand erkennen, bin ich schon mal mit dem Lappen eben drüber gegangen. Also das heißt, das wird nicht besser werden. Das heißt, der Flüssigkeitsbehälter muss auch ersetzt werden, der Hauptbremszylinder. Das ist dann die nächste Baustelle. So, hier ist soweit fertig. Das Teil kann man jetzt an die Seite legen, durch das man sich unten Platz gemacht hat. Und dann geht man unten an die Pedale ins Auto rein und da geht es fröhlich weiter. Ja, im Auto. Bremslichtschalter abmachen. Das heißt, man zieht diesen Splint, nimmt diese Scheibe weg, zieht den Schalter runter und diese Büchse ist in dem Gestänge von dem Bremskraftverstärker von der Seite eingesteckt. Danach geht man her. Hier nochmal Blick auf den Schalter. So sieht er aus. So, und danach geht man her und lockert die Schrauben bzw. schraubt diese vier Schrauben ab, sodass man den Verstärker nach vorne wegziehen kann. Gesagt, getan, wenige Stunden später, alles schön lose, aber einfach um mehr Platz zu haben, den Behälter mehr aus der Füße schaffen zu können, werde ich die Stabi-Stange noch entfernen. Wie viel Platz da jetzt ist, ist das nicht klasse? So, also, ich habe die Schläuche noch auf der linken Seite abgeschraubt und in die Mitte gelegt. Der Ölmessstab, den habe ich noch weggemacht, das Teil habe ich angebunden. So, das, wenn man es sich leichter machen will, tut man diese Verschraubung hier unten noch entfernen, aber es passt so gerade eben, es ist sehr knapp, viel Gefummel und dann hat man das Teil raus. Jetzt wird das andere eingesetzt, logischerweise. So, alt. Ja, und hier sieht man genau, wo die Bremsflüssigkeit runtergelaufen ist, dass das undicht ist, deswegen wird das auch getauscht.
Und hier kann man sehen, dass sich der Schaumstoff zerlegt hat und diesen Rand zugesetzt hat. Das wird wahrscheinlich hier die Probleme gemacht haben. Das war beim, wenn man Notbremsung gemacht hat, hat man das Gefühl gehabt, es geht nicht schnell genug. So, das hervorragende neue Teil. Das ist ein Transportschutz, den nehme ich gleich ab. So, sonst ist es baugleich. Und das wird jetzt wieder eine schöne Fummelei werden, das einzubauen. Aber mit Geduld und Spucke wird das auch gehen. Bitte daran denken, den Abstand einzustellen. Dieses Teil war hier jetzt auch lose. Ich habe das jetzt schon abgemessen und eingestellt. Es gibt verschiedene Systeme. Man kann das mit einer Schablone machen, mit Spezialwerkzeug. Man kann das mit Unterdruck und dann messen. Ja, ich bin einfach hergegangen und habe so gemessen, anhand des alten ausgebauten Teils. Das ist jetzt zum Beispiel eine Flexscheibe. So, und dann bin ich hergegangen und habe die eine Schieblehre angehalten. Augenblick. So, also praktisch auf die Art und Weise und diesen Abstand gemessen. So, das habe ich erst an diesem ausgebauten alten Teil gemacht. Weil ich hatte ja keine Probleme mit der Bremse, außer wie gesagt mit diesem Vakuum. So gemessen. Und diesen Abstand habe ich dann genauso gemessen bei dem neuen Teil und habe den Abstand auch wieder übernommen. Normalerweise, wenn die Leitungen von dem Ausgleichsbehälter ab sind, sollte das 0 sein. Wenn ich jetzt den Behälter austausche, das was jetzt noch dazu kommt, dann werde ich das noch einmal überprüfen. In das Pedal befestigt und gesichert. Stabi-Stange rein, das Teil unten, diesen Unterdruckanschluss wieder festgemacht. Wer ihn losgemacht hat, ich habe ihn zum Schluss auch losgemacht. Unterdruckschläuche wieder fest, alles. So, dieses hervorragende Teil angeschraubt. Und unten die Schrauben für den Verteiler und das. Da ich ja jetzt noch den Behälter mache, habe ich die jetzt noch nicht eingedreht. So, dann Motor starten und vorsichtig gucken, ob alles funktioniert, so wie es soll. So, nun der zweite Teil. Erstmal nimmt man den Stecker ab unten für die für den Stand. Dann die beiden Schrauben gelöst. Unten, das ist hier ja noch lose gewesen. So, das heißt, sonst unten die Schraube rausgeschraubt, dass man das hier ein bisschen bewegen kann, die ganze Sache. Dann hinten die beiden Schrauben gelöst und dann den Behälter runtergenommen. So, ich versuche mal möglichst viel abzusaugen. Wenn der sehr voll ist, gießt man die Flüssigkeit dann halt ab. Der neue Behälter liegt ja schon parat. Dann geht's weiter. So, der neue Behälter. Hier kann man auch sehen, wo der Stecker reinkommt. Den beiden Anschlüssen. Das wird jetzt so aufgesteckt, wie der alte natürlicherweise, dass das spielfrei drin ist. Also ganz klein bisschen Druck sollte es haben. So, dass es da drin nicht rumwackelt. Also, um Missverständnisse auszuschließen, nochmal kurz erklärt. Der Hauptbremszylinder wird auf dem Bremskraftverstärker aufgesteckt und die Stange, die rausguckt, die muss natürlich hier spielfrei drin sein. Man sieht, dass da drinnen ein Kontaktpunkt ist, sage ich jetzt mal. Den kann man erkennen. Da stößt die Stange gegen. Das heißt, man stellt die Stange, die aus dem Bremskraftverstärker kommt, so ein, dass sie ganz leicht ein bisschen Druck hier macht. Das hat den Sinn, dass sich das hier drinnen nicht bewegt und rumeiert. Und zwar Kontakt
zu dieser Fläche hat und auch da sitzen bleibt, wenn man auf die Bremse tritt. So, wenn man das spielfrei justiert hat, die Schrauben werden angezogen, die beiden Muttern werden angezogen auf diesen beiden Seiten, werden angezogen mit 25 Newtonmeter. Die Schrauben von dem Booster werden auch mit 25 angezogen, aber die sind ziemlich dünn. Ich denke mal, ja, fest, 20 Newtonmeter reichen da vollkommen. So, nun geht man her und setzt die Leitungen wieder ein und schraubt sie leicht fest, weil die müssen später wieder gelöst werden zum Entlüften. Nun lässt man eine Hilfsperson einsteigen und das Bremspedal runtertreten. Dann lockert man diese beiden Schrauben, die werden wieder gelöst. Die sind jetzt nur ganz puppelig festgezogen, werden die wieder locker gemacht, sodass die Leitungen lose sind. Und dann wird oben Flüssigkeit reingeschüttet, und zwar so lange, bis sie unten wieder austritt. Und währenddem das so passiert, schraubt man dann diese beiden Schrauben wieder fest. Das hat einfach den Sinn, dass möglichst wenig Luft in der Leitung ist. Trotzdem muss man das System hinterher komplett entlüften. Diese beiden Schrauben werden mit ungefähr 8 Newtonmetern festgezogen. Also das heißt, das ist ein recht kleiner Drehmoment. Sollte es undicht sein, gibt man ein bisschen mehr. Das ist ja so mit dem Schlüssel gemacht, also leicht handfest, sage ich jetzt mal. Dann natürlich den Stecker nicht vergessen, der muss hinterher auch noch rein. So. Gesagt, getan. Also, das ist letztendlich wie beim Entlüften unten auch. Die Flüssigkeit läuft erstmal nicht nach. Man muss dann die Schräubchen wieder reindrehen und leicht wieder festmachen. Dann lässt die Person innen das Pedal wieder los. Dann macht man die Schräubchen wieder lose. Dann wird wieder gepumpt. Und irgendwann fängt die ganze Sache an zu tropfen und zu laufen. Dann macht man die fest. Und zu guter Letzt, wenn man viel gepanscht hat, man kann es ja gar nicht vermeiden, dass ein bisschen Flüssigkeit daneben läuft, mit Wasser neutralisieren, ja, das heißt, ja, Wasserschlauch reinhalten oder eine Gießkanne drüber kippen, natürlich alle Behälter zu und alles dicht. Dann frisst der Lack auch nicht kaputt und es greift nichts an. Nun geht's zum Räderentlüften. Man achtet darauf, dass der Behälter hier immer schön mit Flüssigkeit gefüllt ist. Gerade wenn man anfängt mit dem Entlüften durch die Luft, die im System ist, läuft unheimlich viel Flüssigkeit nach und man will vermeiden, dass Luft ins System kommt. So, man fängt beim Linkslenker an, hinten rechts zu entlüften. Ich will das jetzt auch nur erklären. Da kann man die Entlüftungsschraube sehen. So, da kommt ein klarer Schlauch drauf, am besten mit einem geeigneten Behälter, dass die Flüssigkeit nicht wieder zurücklaufen kann. Also das heißt, dass keine Luft gezogen wird. Und dann wird die Schraube aufgedreht. Und wir reden hier oben von der kleinen, ist klar, ne? Von dieser kleinen. So, mit dem Punkt in der Mitte, mit dem Loch. So, und dann wird aufgedreht. Der im Auto, die Hilfsperson, tritt langsam das Pedal bis unten hindurch. Dann wird die Schraube leicht verschlossen. Dann lässt die Person innen das Pedal wieder los. Dann lässt man die Schraube, macht man wieder ein wenig lose. Dann wird wieder getreten. Und so geht das Spielchen immer weiter. Das Zudrehen ist eigentlich nur der Hintergrund, dass keine Luft wieder ins System gezogen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist eh nicht groß, aber es macht Sinn. So, wenn keine Luftblasen mehr in dem entsprechenden Schlauch zu sehen sind, dann sollte das System luftfrei sein. Und man merkt das auch innen an dem Pedal, dass es hart wird. So, dann macht man die linke Seite, vorne rechts und vorne links geht man genauso vor. Für vorne habe ich die Räder abgeschraubt. Da kann man das Pinchen sehen. Von den Vorderrädern, wie gesagt, die habe ich abgemacht. Vorne rechts zuerst und dann vorne links zum Schluss. Und es wird genauso gemacht wie immer. Die Hilfsperson tritt, man macht die Schraube los, die Hilfsperson tritt, Schraube wieder fest, loslassen, lösen die Schraube, treten,
Schraube fest, wieder das Pedal loslassen. So lange, bis keine Luft mehr entweicht, das ganze System durch. Und zwischendurch immer darauf achten, dass genügend Flüssigkeit drin ist. So. Nun schraube ich die Leitung, den Verteiler wieder fest, den ich am Anfang lose gemacht habe. Ja, dann die Räder wieder festgeschraubt mit 110 Newtonmeter. Ja, und dann vorsichtig auf Probefahrt begeben und das Bremspedal im Auge behalten. Sollte sich nichts ändern, prüft man einen gewissen Zeitraum später nochmal nach, ob alles dicht ist. Ja, und dann ist diese Aktion auch erledigt. Die Bremse ist ein wichtiges Teil, wo man sich hundertprozentig drauf verlassen muss. Wer hier irgendwelche Zweifel hat bei dem, was er tut, soll sich auf jeden Fall Hilfe holen. Die ganzen Verschraubungen von den Sätteln, die Entlüftungsventile und die Leitung werden alle mit ca. 8 Newtonmeter festgeschraubt. Nochmal zur Information. Ja, dann wünsche ich gutes Gelingen.